Ventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Das könnte Ihnen den Arsch retten. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Wer wiederholt gegen die Regeln der Operationsbasis verstößt, wird aus der Sicherheitszone und dem Schutz der Gemeinschaft ausgeschlossen. Ich will Sie nicht aufhalten. Was darf sein? Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Hey, sehen Sie sich das an? Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey. Die Besuchszeiten in der Klinik wurden eingeschränkt.
tust ihm ja weh! Hör mal, ich hab... Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis, als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Weitere Feinde entdeckt.
Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Und ihr Stab sind nach oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Guys, if you found some bullets, tell me. Wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Sie kommen
kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann.